Schönen guten Tag, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen bei midwayon.de. Leider muss ich euch verlassen. Ich habe meinen Text vergessen. Aber schaut euch auch am Bleilochstausee um. Der gehört ebenfalls zum schönen Thüringer Meer. Juhu, Rückwärtsgang! Also mach ich das mit Kaffee hier, ne? Frühstück ist wieder super. Und der Kaffee auch, echt klasse. Mhm. Heute wollen wir uns mal den etwas entfernteren Reisezielen zuwenden. Eine lange Liste erwartet Sie. Ich war gerade so gut, Mensch. Damit sind wir schon fast am Ende unseres Besuches hier im Waldhotel. Und wir bedanken uns bei Herrn Kuhlmann und seinem Team für die tolle Gastfreundschaft. Gern geschehen, aber am liebsten hätte ich... Eine lange Liste erwartet Sie! So? Stillstand! Das wird heute mit mir schwierig. Damit sind wir schon... Jetzt kommt die ganze Fliege, warum? Irgendwann nicht geduscht. Ich hab vorhin extra eingesprüht. So, ja, das kann natürlich auch sein. Okay. Damit sind wir schon fast... Was? Kann ich los? Okay. Damit sind wir schon fast am Ende unseres Filmes. Unseres Besuches. Ja, gutes Frühstück, wa? Super Kaffee. Heute wollen wir uns mal den Reisezielen zuwenden, die etwas weiter wechseln. Eine lange Liste erwartet Sie. Oh, ey, was ist das? Ich hab irgendwie voll die Menge. Beschließen möchten wir unseren Film aber mit einem Ereignis, das jährlich tausende Besucher in seinen Bann zieht. Der Stauseeplan. Auf Wiedersehen, also im Waldhotel am Stausee. Damit sind wir schon fast am Ende unseres Besuches hier im Waldhotel. Und wir bedanken uns bei Herrn Kuhlmann und seinen... Okay. Das ist einfach genial. Ja, alle Angebote kann man von hier oben aus sehen. Nee, ja, oder? Das war blöd, ne? Damit sind wir schon fast am Ende unseres Besuches hier im Stausee... Quatsch. Waldhotel. Nur Waldhotel. Nur Waldhotel. Einfach genial. Ja, die Vielfalt der Angebote, die hier machbar sind, kann man von hier oben sehen. Nee, war doof, oder? Red mal lauter. Lauter? Ach ja, richtig. Aber Vielfalt der Angebote war schon richtig. Damit sind wir schon fast am Ende unseres Besuches hier im Waldhotel. Und wir bedanken uns bei Herrn Kuhlmann und seinem Team für die tolle Gastfreundschaft. Gern geschehen. Aber am liebsten hätte ich... Ach, scheiße. Morgen, Maria. Guten Morgen, Daniel. Na? Na? Stopp. Tja, damit sind wir schon fast am Ende unseres Besuches hier im Waldhotel. Und wir bedanken uns bei Herrn Kuhlmann und seinem Team für die tolle Gastfreundschaft. Mein Kaffee! Ja, nicht du. Das ist doch typisch meine Frau, oder? Ja, ja. Ich weiß doch, weil die Kaffee ist mit Quatsch. Also nochmal. Tja, damit sind wir schon fast am Ende unseres Besuches hier im Stausee-Hotel. Quatsch, Waldhotel. Ah! Waldhotel am Stausee, oder so ähnlich heißt es doch. Genau, ja, genau, so heißt es. Immer schlimm. Na, hast du gut geschlafen? Ja, wunderbar. Das Bett, die Ruhe, einfach... Damit sind wir schon fast am Ende unseres Besuches hier im Waldhotel. Und wir bedanken uns bei Herrn Kuhlmann und seinen... Gieß mir den Kaffee also nicht. Oh, jede Menge. Hier gibt es für Jung und Alt für jeden etwas zu erleben. Was muss ich jetzt noch sagen? Noch ein Bier. Da sind Sie. Wir laden Sie ein, gemeinsam mit uns das wunderschöne Hotel und die fantastische Umgebung. Mann! Gleich von vorne. Okay.
Bisher war es ja. Hallo, Herr Kuhlmann. Hallo, ihr beiden. Hallo. Was kann man denn bei Ihnen erleben? Oh, jede Menge. Für Jungen, für Jung und Alt, für Nähe. Wie hatte ich eigentlich meine Hände? Das ist schon mal gegangen. Ist nicht hoch. Gut. Auf keinen Fall, es war überwältigend. Also damit können Sie Ihre Gäste schon in der halben... Ja. Maria, nicht so leiden. Es war überwältigend. Auf keinen Fall, es war überwältigend. Ja, genau so. Genau, Martin. Klasse, da haben wir ja jetzt noch Zeit, uns die Umgebung etwas näher anzuschauen. Ja, ich habe derweil schon mal ein paar Prospekte mir angesehen. Oh, das sind aber ganz schön viele, das reicht... Trinken oder nicht trinken? Hey, wenn, dann musst du es durchziehen. Klasse! So. Klasse, da haben wir jetzt Zeit, uns die Umgebung noch etwas näher an. Naja, wir wollen ja auch nicht morgen gleich wieder abreisen. Und deswegen stellen wir Ihnen jetzt... Ich habe keine Ahnung, warum der Satz nicht geht. Tschüss.